Da sind wir wieder mit einem weiteren One Football Goats, dem Format, in dem ich euch die größten Teams aller Zeiten vorstelle. Und heute geht es um ein Team, an das ich persönlich ganz besondere Erinnerungen habe. Ich war damals zwar nur 8 oder 9 Jahre alt und konnte die italienische Serie A eigentlich nur auf Eurosport bei Eurogoats am Montag ein bisschen verfolgen, aber diese Mannschaft war einfach ziemlich speziell. Was ich damals nicht wusste, in dieser Mannschaft spielten zukünftige Europameister, Weltmeister, Welttorhüter, Weltfußballer, einfach eine ganze Handvoll Legenden, trainiert unter anderem von einem jungen Trainer, der später alles gewinnen sollte, was der Weltfußball zu bieten hat. Kurzum, die Mannschaft, die die größte Was-wäre-wenn-Frage des modernen Fußball aufwirft. Was wäre, wenn der AC Parma 98-99 länger zusammengeblieben wäre? Der italienische Fußball befindet sich in den 80er, 90er Jahren auf dem Höhepunkt. Juve, Inter, Lazio, Milan und die Roma ziehen durch Europa und schießen Gegner nach Belieben kurz und klein. Damals war keine Liga finanziell ansatzweise so stark aufgestellt, was dazu führte, dass die Serie A in diesen 10 Jahren immer die besten Spieler der Welt anzieht. Und sie alle landen bei großen Clubs. Doch es gibt da diesen einen Provinzclub aus Emilia-Romagna, der mitspielen möchte. Der AC Parma. Mit dem finanzstarken Investor Calisto Tanzi vom Parmalat im Rücken wollte man die italienischen Kräfteverhältnisse einmal ordentlich durchrütteln. Und das Ganze beginnt im Jahr 1990. Ja, liebe jüngeren Zuschauer, das Jahr gab's wirklich. Denn hier gelingt endlich der Aufstieg in die Serie A und es wird früh klar, der AC Parma hat weder finanziell Angst zu investieren, noch Angst vor großen Namen. Die haben Bock zu attackieren. Und unter Trainer Nevio Scala, einer absoluten Trainerlegende, schließen sich schon Anfang der 90er Jahre immer wieder große Namen dem AC Parma an. Antonio Bernarivo, Claudio Taffarel, Gianfranco Zola und Fernando Couto, nur um mal ein paar zu nennen. Und der Erfolg stellt sich sofort ein. Unter Nevio Scala gewinnt man in den ersten 5 Jahren der 90er Jahre den italienischen Pokal, den Pokal der Pokalsieger, man beendet Milans legendären 58 Spiele Killstreak und holt als Krönung von allem 1995 den UEFA Cup in den Norden Italiens. Und jetzt könnt ihr fragen, ey, was ist der große Unterschied zwischen dieser 95er Truppe und der Mannschaft, die du jetzt vorstellen willst? Und ehrlicherweise muss ich sagen, eigentlich nicht viel. Außer, dass die Mannschaft, die ich euch vorstelle, das Talent hatte, jede Mannschaft der Welt in einem Spiel zu schlagen. Ohne Diskussion. So, wisst ihr noch von diesem jungen Trainer, von dem ich gerade gesprochen habe, der sich später anschicken sollte, jeden Pokal der Welt zu gewinnen? Die Rede ist von Carlo Ancelotti. Der tritt im Sommer 96 beim AC Parma an, seine erste Station als Cheftrainer. Und es wäre nicht Carlo Ancelotti, wenn er nicht von Anfang an absolut alles falsch machen würde. Komplett alles. Gianfranco Zola spielt jetzt bei Parma. Was macht er? Er parkt den Mann auf dem Flügel, wo sein Talent völlig vergeudet ist. Roberto Baggio, damals der beste italienische Fußballer, ohne große Diskussion, da weigert er sich einfach, den unter Vertrag zu nehmen. Er will ihn nicht. Und später sagt Carlo Ancelotti, am Anfang meiner Karriere hatte ich nicht das Vertrauen in Spielmacher und wollte ihnen nicht das Zepter in die Hand geben. So wie bei Parma. Nur zu sagen, dass Carlo Ancelotti alles falsch gemacht hat, so wie ich vor 45 Sekunden, das ist dann auch nicht so richtig fair. Denn er nahm im Sommer 96 einige Spiele unter Vertrag, die das Gesicht des AC Parma veränderten. Enrico Chiesa, Hernan Crespo und Lilian Thuram zum Beispiel. Oh, und er entschied sich, einen Nachwuchstorhüter zur Nummer 1 zu machen. Gianluigi Buffon. Und es war genau das, was der AC Parma im Sommer 96 brauchte. Lilian Thuram, der findet seinen Partner in der Innenverteidigung mit einem Mann, der im Jahr zuvor geholt worden ist und auf den Namen Fabio Cannavaro hört. Die beiden sind natürlich sofort ein Bollwerk in der Defensive und werden aus dem defensiven Mittelfeld von Dino Baggio unterstützt, einem der unterbewertetsten Fußballer der 90er Jahre. Und im Sturm Enrico Chiesa und Hernan Crespo, die sofort eines der tödlichsten Duos in ganz Europa sind. 26 Tore machen die beiden gemeinsam in der Serie A im ersten Jahr. Klingt nicht verrückt, aber das ganze Team hat nur 41 gemacht und sich trotzdem in die Spitze der Serie A auf Platz 2 der besten Vereinsplatzierung geschossen und damals für die Champions League qualifiziert. Und jetzt habe ich in der Anmoderation ein bisschen gemogelt, Freunde, denn ich habe ja gesagt, dass Carlo Ancelotti, dieser junge Trainer, den AC Parma aufgebaut hat. Und natürlich ist es immer Ancelotti, dessen Name fällt, wenn man über Parma redet. Aber ich habe auch gesagt, dass er einige Fehler gemacht hat. Und die enden nach der Saison 97-98 in einem enttäuschenden 6. Platz, dem Pokal aus und dem Ende der Ära Ancelotti bei Parma. Im Sommer 98 übernimmt Alberto Malesani und Parma gibt, wie in den Jahren zuvor, verdammt viel Geld aus. Ein kurzer Überblick, wer in diesem Sommer im Parma-Kader steht. Buffon,
Cannavaro, Thuram, Benarivo, Roberto Mussi, Dino Baggio, Jesper Blomqvist, Enrico Chiesa und Hernan Crespo. Und jetzt wird nochmal richtig nachgeladen. Für 30 Millionen Euro kommen der italienische Nationalspieler Diego Fuser, Alain Bogassin, ein frisch gebackener französischer Weltmeister, der legendäre Faustino Aspria kehrt zurück, der Mann war vorher schon bei Parma, 2 Jahre in England, dort nicht sonderlich erfolgreich und der wichtigste Transfer dieses Sommers, einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten, Juan Sebastian Verón. Und bevor wir auf diese Saison schauen, lasst uns zuallererst mal auf das 3-5-2 gucken, das Malesani in diesem Jahr spielen ließ. Und ganz im Ernst, der Weltfußball hat selten eine Mannschaft gesehen, die so viel Talent in sich trug wie dieser AC Parma. Über Gigi Buffon muss ich euch an dieser Stelle wohl nichts erzählen. Die Dreierkette vor ihm war ganz einfach eine der besten Defensiven, die man sich damals hätte basteln können. Milian Thuram und Fabio Cannavaro bilden 2 absolute Legenden unseres Sports, das Gerüst. Beide sollten in ihrer Karriere Weltmeister sein und Cannavaro einer der wenigen Defensivspieler, die den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt gewinnen konnten. Und zwischen den beiden, im Zentrum der Dreierkette, spielt Roberto Nestor Sensini. Wenn man so will, der Chiellini der 90er Jahre. Ein geborener Anführer. Hart, furchtlos, kompromisslos, fehlerfrei. Diese Abwehr war, muss man ganz ehrlich sagen, in der Serie A manchmal für ihre Kunstpausen bekannt, aber wenn es drauf ankam, immer ein absolutes Bollwerk. Diego Fuser rechts und Antonio Benarivo oder am Ende der Saison Paolo Vaniolo links waren überdurchschnittliche Flügelverteidiger, die aber vor allem durch ihren hohen Arbeitsaufwand bestechen konnten. Und viel mehr brauchte es von der Position auch nicht. Denn die Hauptangriffslast, die trug ganz klar das überragende Zentrum. Dort ist Dino Baggio der unermüdliche Dynamo. Der Mann fängt Angriffe ab, leitet andere wieder ein, trägt den Ball zu Spielern, die mehr damit anfangen können, und da gab es einige, und war generell das Herzstück und Zentrum des AC Parma. Dino Baggio für mich, ich habe es gerade eben schon gesagt, kriminell unterbewertet. Der Mann hat über 300 Serie A-Spiele, 3-mal den UEFA Cup gewonnen und 60 Länderspiele für Italien. Neben ihm der französische Weltmeister Alain Bogassin, der höchstwahrscheinlich das menschliche Äquivalent zu einem fußballspielenden Saugroboter ist. Er rennt von einer Linie zur anderen, dreht sich um und wieder zurück. Defensiv fängt er Bälle ab, vorne bietet sich an, fußballerisch hyperaktiv im bestmöglichen Sinne. Und vor ihn schaltet und waltet Juan Sebastian Verón, ein Fußballer, den ich absolut verehrte. Ein Regisseur, der so majestätisch und gleichzeitig wirklich gewaltig agierte, dass man sich manchmal erwischte, dass man 90 Minuten lang auf niemand anderen schauen konnte. Und das haben nicht viele Spieler, das von sich behaupten können. Mir fällt noch einer ein und der heißt Zinedine Zidane. Verón war unfassbar, aber vielleicht bei Parma auch schon beinahe auf der Höhe seines Schaffens. Sein späterer Wechsel zu Manchester United entpuppte sich als Missverständnis und generell hätte diese Karriere höchstwahrscheinlich etwas besser verlaufen können. Wie auch immer, für Parma war Verón eine Urgewalt. Und davor agierte ein Sturmduo, das schlicht und ergreifend nicht zu packen war. Enrico Chiesa, der Mann, bei dem es so ein bisschen schien, dass, wenn er ein europäisches Stadion auflief, unter der Woche, er 90% mehr Motivation hatte als in der Serie A. Serie A-Spiele waren ihm einfach ein bisschen langweilig, vermute mal, das kann man so sagen. Und Hernan Crespo. Der junge Hernan Crespo, der für den AC Parma absolut unglaublich war und in 4 Jahren 80 Tore schoss. Niemand konnte ihn aufhalten. Ihr merkt schon anhand der Namen, diese Mannschaft ist für Großes bestimmt. Doch in der Serie A ließen sie immer wieder die nötige Konstanz vermissen. Doch im K.O.-Spiel, da musste die Mannschaft erst gezüchtet werden, die den AC Parma schlagen kann. Trainerlegende Nevio Scala hatte es schon Jahre zuvor gut zusammengefasst. Wir hatten weder die mentale Ausdauer noch die Durchhaltefähigkeit, um den Scudetto zu holen. Aber in einem Spiel, kann ich ganz ehrlich sagen, waren wir so gut wie jede Mannschaft auf diesem Planeten. Und in der Liga landet man dementsprechend nach einer, sind wir ganz ehrlich, katastrophal schwachen Endphase auf Platz 4. Etwas enttäuschend, aber zum Glück für den AC Parma gab es eben diese Wettbewerbe, wo man nur 2 Mal gegeneinander spielt und die andere Mannschaft einen erstmal schlagen muss. Die Cups. Im Coppa Italia pflügt die Gruppe der Hochbegabten das Feld um. Wie in den internationalen Pokalen gab es in Italien damals noch Hin- und Rückspiel in diesem Wettbewerb. Eigentlich sollte man denken, das spricht gegen die Blau-Gelben. Doch sie machten kurzen Prozess mit Genua und Bari, bevor Udine es wagte, sie im Viertelfinal-Hinspiel 3:2 zu schlagen. Wie ein angestochener Bulle startet Parma in das Rückspiel und macht in nicht mal 20 Minuten den Deckel drauf. Die Mannschaft um Steven Appia und Marcio Amoroso, Udinese Calcio, muss sich verabschieden. Im Halbfinale wartet Inter und die Mailänder hoffen, ihre Seuchensaison mit einem Pokalsieg retten zu können.
Das starbesetzte Team um Zanetti, Baggio, Ronaldo, Pirlo und Diego Simeone hatte in diesem Jahr wiederholt Disziplinprobleme und stand sich immer wieder selbst im Weg. In einem offenen Spiel passiert lange Zeit erstmal überhaupt gar nichts und dann genug für drei Spiele. In der 76. Minute nagelt Juan Sebastian Verón einen Volley von der Strafraumkante ins Tor der Mailänder und das Spielfeld explodiert. Die Mailänder beschweren sich, die gesamte Mannschaft beschwert sich darüber, dass es einen Foul gegeben haben soll im Aufbau zu diesem Tor. Und niemand ist in der Lage, sich zu beruhigen, bis der Schiedsrichter innerhalb von 60 Sekunden drei Interspieler vom Feld verweist. Bergomi, Zanetti und Colonese müssen also duschen gehen und natürlich belagert der AC Parma die letzten Minuten den Strafraum von Inter. Das geht so weit, dass Inter Andrea Pirlo auswechselt und Taribo West, kein Witz, den Taribo West für ihn bringt. Am Ende des Tages reicht es nicht. Inter kassiert das 2:0 und Parma hat die perfekte Ausgangssituation für das Rückspiel, vor allem weil Inter ja auch drei Stammspieler fehlen. Und genauso läuft es. Parma trifft früh, Inter schafft es noch einmal zurückzuschlagen, doch der überragende Juan Sebastian Verón zieht ihnen schon vor der Halbzeit den Zahn. Der AC Parma steht wieder einmal im Coppa Italia-Finale. Und auch im UEFA Cup läuft alles nach Plan. 28 Tore in 12 Spielen sprechen Bände. Fenerbahce, Wisla Krakau, die Glasgow Rangers, niemand hat eine Antwort auf die Offensivpower der Parmenesi. Im Viertelfinal-Hinspiel setzt es dann eine doch etwas überraschende Niederlage gegen Girondins de Bordeaux, 2:1. Und der Auftritt vom AC Parma blutleer. Die italienische Presse ist bereit, über sie herzufallen. Und die große Frage ist, wie zur Hölle soll Parma in der Lage sein, das im Rückspiel zu drehen? Die Antwort, wie eigentlich immer in dieser Saison, heißt Enrico Chiesa, Juan Sebastian Verón und Hernan Crespo. Der AC überrennt Bordeaux vor heimischer Kulisse nach einer schwierigen Anfangsphase. Chiesa und Crespo treffen doppelt, Juan Verón zündet mal wieder eine Fackel und Balbo setzt den Schlusspunkt 6:0. Adieu Bordeaux. Nun steht nur noch Atletico Madrid zwischen dem AC Parma und dem zweiten UEFA Cup Finale in nur 4 Jahren. Und sind wir ganz ehrlich, am Ende des Tages sind sie kein Gegner. 5:2 gewinnt Parma in der Addition. Jetzt dürft ihr einmal raten, wie viele Tore davon Crespo und Chiesa gemacht haben. Richtig, 4 der 5 von den beiden. Ende April 99 ist es also klar. Der AC, der in der Liga inzwischen seit knapp Wochen ordentlich am Struggeln ist, steht in beiden Pokalwettbewerben im Endspiel. Und der Fokus verschiebt sich weg von der Liga auf die beiden Finals. Das Besondere, der Coppa Italia wird auch im Finale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Ehrlich gesagt ziemlich bescheuert. Denn das Hinspiel findet so schon Mitte April statt. 7 Spieltage vor Ende der Serie A. Ein ziemlich unwürdiges Setup für ein Finale. Und es ist ein ultrafades 1:1. Was das Rückspiel natürlich umso spannender macht, denn jetzt haben wir plötzlich ein richtiges Finalspiel. Und nach dem 1:1 in Parma hat natürlich Florenz im Rückspiel den großen Vorteil. Sie haben ein Auswärtstor erzielt, sie sind nicht in der Bringschuld. Übrigens, wie stark der italienische Fußball war, zeigt auch die Mannschaft von Florenz. Denn die hatten Francesco Toldo, Battistuta, Rui Costa. Also in jeder Serie A-Mannschaft dieser Saison findet ihr irgendwelche zukünftigen oder aktuellen Weltklasse-Spieler. Das war absolut unglaublich. Und der Plan von der Fiorentina sah so aus, als würde er aufgeben, bis Hernan Crespo den Führungstreffer macht. Doch dann schlagen die Lilanen 2-mal in 15 Minuten zu und sind ganz klar auf dem Weg zum Titel. Von jetzt an stehen sie tief, lauern wirklich nur noch auf Konter und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen, obwohl sie ganz genau wissen, ein Tor vom AC Parma reicht und die gewinnen das Ding. Und Überraschung, das Tor sollte fallen. Nach 70 Minuten trifft Paolo Vagnoli zum 2:2 und der AC Parma gewinnt den ersten Titel dieser großartigen Saison. Und das völlig zu Recht. Über beide Spiele gesehen waren sie die bessere Mannschaft. Jetzt steht nur noch eines bevor. Das UEFA Cup Finale gegen Olympique Marseille mit Robert Pires, Dugarry und einem gewissen Laurent Blanc. Und machen wir es kurz, das Finale wird zum absoluten Spaziergang für den AC Parma. Crespo, Vagnoli und wiederum Enrico Chiesa, wie immer, tüten das Ding schon innerhalb von 60 Minuten ein. Parma hat nicht eine Sekunde, in der man sich Sorgen machen muss, dieses Finale aus der Hand zu geben. Sowohl Verón als auch Crespo und Chiesa werden vorzeitig ausgewechselt und kriegen ihren verdienten Sonderapplaus für die absolut unglaubliche Leistung. Der AC Parma, der italienische Underdog, gewinnt das UEFA Cup Finale 1999 mit dieser unglaublich talentierten Truppe. Doch es sollte der Höhepunkt dieser Vereinsgeschichte werden. Denn der Exodus vom AC Parma ist im vollen Gange.
In diesem Sommer verlässt Juan Sebastian Verón das Herz im Mittelfeld, den Verein, und geht zu Lazio Rom. Enrico Chiesa, der Mann für die wichtigen Tore in Europa, auch der verlässt den Verein. Und in den kommenden Jahren gehen all die großen Namen, die diese Mannschaft so unglaublich gemacht haben. Gianluigi Buffon wird zum teuersten Torhüter aller Zeiten, bis vor einem Jahr oder sowas. Fabio Cannavaro, auch der verlässt natürlich den Verein. Und Hernan Crespo, der wird zum damals teuersten Transfer aller Zeiten. Lilian Thuram wird später zum meist eingesetzten französischen Nationalspieler aller Zeiten werden. Auch er verlässt den AC Parma. Die Mannschaft zerfällt. Und egal wie gut du scoutest, solche Abgänge fängt man irgendwann nicht mehr auf. Und 2003 geht dann Parmalat, der große Gönner, der Hauptsponsor, pleite. Und es betrifft den AC Parma ganz direkt. Nur wegen einer Gesetzeslücke schafft man irgendwie den Weg drumherum, Insolvenz anmelden zu müssen, aber Rettung ist das für den AC Parma nicht. Seitdem gab es 2 Neugründungen, 21 neue Trainer und heute sieht man eher Namen wie Gervinho im Kader, als welche wie Buffon oder Cannavaro. Und der AC Parma scheint wieder auf dem richtigen Weg zu sein, auf einem grünen Zweig. Man hat die Serie A gehalten, man spielt irgendwo im Mittelfeld rum, das ist alles schön und gut. Doch der AC Parma 98-99 ist eine der talentiertesten Fußballmannschaften, die ich jemals in meinem Leben habe spielen gesehen. Eine absolute Wahnsinnstruppe mit Qualität auf jeder einzelnen Position. Der AC Parma 98-99, ein absolut verdientes, größtes Team aller Zeiten. Das war's für heute, Freunde. Wen wollt ihr als nächstes sehen? Ha? Dieselben Vorschläge wie immer bitte in die Kommentare. Das war's für heute. Bis dahin, macht's gut.